Hallo und herzlich willkommen zurück zur RimWorld Alpha 16 und ich glaube, ab jetzt spare ich mir das Alpha 16. Jetzt weiß auch jeder, dass wir die neue Version spielen, die rausgekommen ist. Ab Folge 4 jetzt auch mit drei neuen Add-ons. Ich aktiviere nach und nach, je nachdem wann die Autoren ihre Mods aktualisieren, die einzelnen Mods, die für dieses Let's Play vorgesehen sind, welche Mods aktiv sind und ab welcher Folge könnt ihr unten in der Videobeschreibung sehen. So, und jetzt legen wir los. Wir haben ja inzwischen eine Grundstromversorgung und sogar auch Speicherung der Energie. Von daher würde ich jetzt mal eben dafür sorgen, dass das Stromkabel hier unten, wir hatten ja hier unten schon angefangen, ein bisschen verlängert wird. Und zwar werden wir das hier in die Wand reinbauen. Das heißt, ich würde eigentlich gerne ab hier weitermachen. Das passt nämlich mit dem Batterieraum perfekt überein. Und nein, das habe ich mir natürlich nicht vorher so überlegt. Das passt jetzt einfach zufällig so. Und das ist natürlich eine super Sache. Und dann werden wir das hier, was zu viel ist, abreißen. Damit geben wir den Stahl wieder frei, der dafür verwendet wurde. Dieser Stein ist im Weg, aber in den Batterieraum muss ja auch niemand rein und rausrennen die ganze Zeit. Höchstens mal bei einer Störung, also Reparatur. Und ja, also Energie haben wir. Wir müssen sie nur nutzen. Ich würde jetzt gerne mit dem Neubau dieser Struktur anfangen, wie ich sie hier vorgesehen habe. Allerdings natürlich im Moment nur mit Holz und auch nur das, was wir wirklich brauchen. Also eigentlich diesen Block hier, der besteht aus Speiseraum, Küche und Kühllager für Lebensmittel. So soll das Ganze aussehen. Hier sollen die Kolonisten halt eben an ihren Tischen sitzen. Hier kommen die Speisen rein und das ist die Küche. Türen entsprechend wie geplant. Hier. Dann ein Zugang zur Küche natürlich hier oben. Und ein Zugang zum Speiseraum hier. Und möglicherweise später auch auf der anderen Seite, je nachdem, wie wir die Wege weiterlegen. Aber erstmal ist das so der Plan. Kühlkammer hier oben hin, die brauchen wir jetzt noch nicht. Ich meine, eigentlich brauchen wir sie schon, weil die ersten Ernten fällig sind. Ein paar Kartoffeln liegen, glaube ich, sogar schon im Lager. Ja, genau, hier hatten wir gesehen, liegen schon ein paar. Und ja, deswegen müssten wir das eigentlich auch. Ich bin am Überlegen, sollen wir die jetzt auch schon... Ich werde auf jeden Fall mal den Fels dafür abbauen, der im Weg ist. Das wäre ja das ganze Zeug hier. Also jede Menge. Und da muss man so ein bisschen aufpassen jetzt, dass hier nicht irgendein Dach einstürzt. Müssen wir eben unten schauen. Hier ist alles offen. Okay. Hier, wenn man das abreißt, könnte halt was einstürzen. Ja, ich glaube, wir müssen es einfach riskieren. Mut zur Lücke, würde ich sagen. Auf geht's. So, jede Menge Arbeit für Tatjana. Aber das geht auch einigermaßen von der Hand da. Wunderbar. So, die Beschaffung von neuen Ressourcen wie Stahl muss dann halt im Moment mal warten. Wir haben ja 76 noch im Vorrat. Ja, ich würde das jetzt hier priorisieren, also sprich laufen lassen. Und wenn die schon dabei sind, da unten zu bauen, dann können sie hier auch anfangen. Das, wie gesagt, die Kühlkammer. Und ja, ich habe den Eindruck, dass Hale da ziemlich schnell unterwegs ist, auch wenn er das gar nicht so gut kann. Das läuft schon ganz gut, muss ich sagen. Ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden. Gut, ja, dann das ganze Zeug hier muss natürlich auch neu gemacht werden, hatten wir ja schon gesagt. Ich würde jetzt mit dem ersten Quartier einfach anfangen hier und dann später abreißen, was im Weg ist. Damit auf jeden Fall schon mal zwei Leute wieder schlafen können. Dann machen wir hier einfach das Doppelzimmer schon mal raus. Und hier unten dann analog den nächsten Raum. Den können wir hier sogar weiterbauen. Und dann sind alle Leute schon mal wieder untergebracht. Und ja, das läuft eigentlich ganz gut. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Unsere Leute müssen schlafen. Zufriedenheit ist ja alles.
Und das Stromkabel ziehen wir jetzt bis ganz vorne. Wo ist es? Da. Einmal bis hier vorne durch. Weil wir werden in der Küche Strom brauchen. Das heißt, wir gehen hier hoch und dann werde ich es jetzt hier Freiluft verlegen. Das ist nicht die schönste Lösung, weiß ich wohl. Aber nun ja. Dann brauchen wir aber auch wieder Stahl. Das heißt, wir müssen doch noch ein bisschen was abgraben. Werden wir hier einfach eine Wand bauen und bedienen uns erstmal an dem, was wir in der direkten Umgebung haben. Das heißt, hier ist Stahl, das ist alles Stahl. Wahrscheinlich wird das hier in der Mitte auch noch so ein bisschen Stahl sein. Genau, das wird auch bevorzugt. Wahrscheinlich, weil ein Rohstoff drin ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel dann sagt, okay, die mache ich zuerst. Ja, das ist alles Stahl hier. Sehr schön, okay. So, wenig Nahrung. Ich weiß, wir müssen noch eine Sache ändern eben hier an unserem Ofen oder an unserem Herd, besser gesagt. Soll ich das denn hier jetzt noch machen? Ich denke ja. Ich lasse es erstmal laufen. Es wird ja gerade zubereitet, also das läuft ja. Und hier liegt jetzt auch jede Menge Kartoffel. Es liegt jede Menge Kartoffel, ja. Ihr wisst, was ich meine. Die können auf jeden Fall benutzt werden. Zwischendurch mal ein Wildschwein schießen. Damit der Jäger auch was zu tun hat. Und ein bisschen Fleisch auf dem Programm schadet ja nicht. Ach, da ist ein Truthahn. Den nehmen wir dann auch mit, ganz klar. Oh, hier der Wolf. Also, ich hab's überhaupt nicht gerne, wenn hier ein Wolf in der Gegend rumrennt. Und es ist vielleicht auch nicht die beste Idee, dem Wolf hier das Essen wegzuschießen. Vor allem wäre es natürlich fatal, wenn wir nicht nur dem Wolf das Essen wegschießen, sondern... Wow, den Wolf versehentlich treffen, während wir das Essen wegschießen. Das wäre eine Katastrophe, also... Bitte... Kein Unfall jetzt. Da also zwei Wölfe sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist mir eigentlich eine Spur zu heiß. Nee, lass mal sein. Der Wolf ist auch noch hier drin. Verschwinde. Mach, dass du wegkommst, Kollege. Ah, wisst ihr, was wir bauen? Wir müssen, glaube ich, noch erforschen. Ich glaube, wir haben noch keine Geschütze. Nee, wir haben noch keine Geschütze. So, wir brauchen ein Schrottlager für Steine. Das würde ich vorerst mal hier hin verfrachten wollen. Ah, die Wölfe. Also wirklich, die Wölfe machen mir gerade so ein bisschen Kopfschmerzen. Erstmal nur, damit die irgendwo hinkommen. Lager. Alles löschen. Das ist ein... Das ist für Brocken. Ah, wie unangenehm. Wirklich. So, jetzt ist eine Solaranlage kaputt. Das heißt, wir müssen auch langsam mal an Bauteile denken. Wir haben ja hier... Wo ist das Raumschiffteil? Da. Das könnten wir mal abreißen. Dann gibt es ordentlich Rohstoffe. So. Holz haben wir noch genug für die Wände. Da muss ich mir momentan keine Sorgen machen. Stahl... Liegt auch hier jede Menge rum. Müssen wir uns auch nicht sorgen. Mein Gott, ist das duster hier. Okay, wir lassen erstmal die Nacht überspringen. Hier ist schon wieder kein Holz drin. Ich würde sagen, dann lassen wir das auch mit dem Holz. Also sprich, löschen hier mal die Aufgabe und reißen das Ding ab. Und dann errichten wir direkt einen mit Strom. Also einen richtigen Herd. Hier in der Küche. Und da meckert er jetzt an, dass er mit reduzierter Energie laufen wird. Es liegt... Ach, ja, wunderbar. Ein Kurzschluss. Und das so früh. Und warum? Es steht gar nichts draußen, das elektrisch ist. Das ist alles überdacht. Es ist einfach passiert.
Und man kann es eben nicht verhindern. Sicherungen nehmen nur den Schaden von der Leitung weg. Man kann Sicherungen bauen mit einer Mod, die wir aktiviert haben. Und wenn ihr jetzt gesehen habt, dass hier das Stück Kabel zerstört wurde, dann und jetzt seht, dass das hier aber als Entwurf wieder ist, das ist auch eine Mod. Wenn Gegenstände zerstört werden, sorgt diese Mod dafür, dass an der Stelle ein Entwurf des Gegenstands neu erstellt wird automatisch. Das finde ich extrem nützlich. Extrem nützlich. Gut. So, wir können die Betten verstellen. Und dann können wir gleich schon Teil abreißen. Also hier ist keine Aufgabe mehr drin. Da wird der neue erstellt. Sehr gut. Sehr schön. Da ist er schon. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Ein paar Kabel müssen noch gelegt werden. Wir gucken mal gerade, wie weit ist es denn? Nö, eigentlich. Ah doch, hier. Das Stück fehlt noch. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber haben wir ja. So, Tatjana und Kimi ziehen direkt in die neuen Quartiere ein. Und ja, also wir haben Lager. Wir sind um Sicherheit bemüht. Wir müssen einen Forschungstisch irgendwo hinstellen. Den würde ich vorübergehend... Ha, wo würde ich den denn vorübergehend hinstellen? Oh, Feuerteufel. Okay, gucken wir uns gleich an. Den einfachen Labortisch vielleicht erstmal hier wieder hin. In den Speiseraum. Das haben wir schon mal gemacht. Ich denke, das werden wir wieder machen. Wer ist Feuerteufel? Kimi, natürlich. Der Arzt. Tatjana darf also hinterher rennen. Und Feuer löschen. So, solange da nichts in der Kolonie angezündet wird, und es regnet auch noch, ja, also im Grunde muss ich momentan nicht mal hinterherrennen, ich lasse das mal sein. Das löscht sich quasi von selbst. Das muss ziemlich frustrierend für Kimi sein, hier alles anzünden zu wollen und zu sehen, dass der Regen alles wieder löscht. Okay, hat sich beruhigt, dann ist das Problem auch erledigt. Also muss man dann natürlich auch relativieren. Anfänglich, im letzten Let's Play... habe ich mir noch relativ viele Sorgen um Pyromanen gemacht. Das ist gar nicht so gefährlich, wie ich befürchtet habe. Worüber ich natürlich aber auch sehr froh bin. So, hier müssen wir nochmal drüber herqueren. Weil wir brauchen natürlich auch hier Strom in unserem Kühlraum. Klare Sache. Ah, wie schön! Ah, Verbraucher werden jetzt anders angezeigt. Das finde ich sehr gut. Schaut mal. Verbraucher haben jetzt eine lila Abzweigung. Was wirklich, wirklich gut ist. Schön. Gefällt mir gut. So, ja, und hier kann gekocht werden. Wir machen jetzt auf jeden Fall einen neuen Auftrag, weil sonst wird's eng. Und die Mod Feed the Colonists ist auch wieder aktiviert. Das heißt, wir werden hier statt einer einfachen Mahlzeit 4 simple Mahlzeiten herstellen. Allerdings natürlich auch mit vierfachen Ressourcenkosten. Es ist dann halt nur so, dass der nicht 10 Einheiten Gemüse hinträgt, sondern direkt 40 mitnimmt, weil er kann ja bis zu 75 tragen. Im Grunde ist das also ein bisschen, ja, ein bisschen schöner für uns. Wir machen produzieren, bis wir haben. Wir stellen das wieder ein wie vorher. Allerdings werden wir jetzt mal auf 40 Rationen gehen, bis wir 40 haben, dann soll pausiert werden und es soll wieder aufgenommen werden, wenn wir nur noch 20 haben. Und dann kann hier losgelegt werden. Und dank Elektrik... Ja, Moment, ich glaube, dank Elektrik ist noch nicht. Ah doch, das letzte Stück ist fertig, klar. Sehr schön. So, der Schlachtertisch...
Ich finde nach wie vor schade, dass man die nicht umziehen kann. Weil bitte, wenn zwei Leute anpacken, warum sollten die keinen Schlachtertisch woanders hinstellen können? Auch ein Herd lässt sich transportieren. Aber gut, so, das wird abgerissen. Und das auch. Weil wir es an dieser Stelle neu errichten. Die Felsen kommen hier mal raus. So, wenn das, wenn der Raum fertig ist... Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Irgendwo gab es eine Schlägerei. Ah, da unten. Ah, okay, das war der... Oh, Gott sei Dank hat sich der Wolf das Eichhörnchen genommen und nicht den Kolonisten, der direkt daneben stand. Kräutermedizin, yippie, wir haben Kräutermedizin. Die kommt natürlich auch hier oben rein. Hier oben muss jetzt sowieso ein Lager erstellt werden. Das Ganze hier ist unser Kühllager. Das werde ich direkt ausblenden, dass wir es nicht mehr sehen und umbenennen. Kühllager. Und hier kommt im Grunde alles Essbare rein. Also Nahrung. Aber eben rohes Essen. Also Fleisch. Vegetarisch, das sind die Beeren und so. Und Tierfutter. Ja, alles was roh ist auf jeden Fall. Das ist so schon richtig. Genauso muss es sein. Ja, Rohstoffe, Pflanzenmasse, Hopfen, die brauchen, glaube ich, auch eine Kühlung. Ja, sehen wir dann, wenn wir sie, wenn wir welche haben. Dann ist es so auf jeden Fall richtig. Hier sind auch die Feldfrüchte bei, kann ich noch zeigen. Und zwar bei bei vegetarisch Mais, Kartoffeln, Reis und so weiter. Ist alles mit drin. Das heißt, so ist es richtig. Gut. Dann nehmen wir es hier raus. Kein rohes Essen mehr. Pemmikan, Schokolade, Trockenfutter kann ruhig weiter dort gelagert werden. Tja, dann würde ich sagen, stellen wir auch noch einen Tisch hin. Einen schönen großen Tisch für unsere Kolonisten. Und für unseren Forscher natürlich auch einen Stuhl. Und 1, 2, 3, 4 Stühle für die Kolonisten zum Futtern. Außerdem werden wir die erste Lampe hinstellen. So, wenig Nahrung, ich weiß, da arbeiten wir dran. Entspannungsmöglichkeiten, ja, das können wir durchaus sofort machen. Zumindest schon mal so ein Hufeisenspiel. Das ist ja relativ schnell gemacht. Ist nur die Frage, wo stellen wir es hin? Machen wir es hier beim Lager erstmal. Keine Forschung ist auch richtig. Macht keinen Sinn, einen Forschungstisch hinzustellen, ohne zu forschen. Und hier ist dann eine der nächsten Neuerungen, und zwar ein Forschungsbaum. Und das ist eine schöne Sache. Da kann man nämlich jetzt endlich sehen, was wovon abhängig ist. Das hat mir immer sehr gefehlt. Man musste immer klicken und gucken. Das ist jetzt deutlich besser. So, raffinieren. Ermöglicht den Bau einer kleinen Raffinerie zum Herstellen von Kraftstoff. Sehr schön. Das ist scheinbar neu. Automatische Schalter, elektrische Schmelzofen, automatische Türen, alles wichtig. Aber ich möchte die Geschütze haben. Wo sind die Geschütze? Wo sind die Geschütze? Ich habe es gleich. Bei der Mechanik dabei? Nein. Versteckte Stromleitung erforschen wir natürlich auch. Mensch, wo waren denn nochmal die Geschütze drin? Ach, das ist jedes Mal das Gleiche. Ich bin gerade total blind. Das darf doch nicht wahr sein. Also hier sind die Mörser, aber die sind... Das sind nicht die richtigen. Ach da, meine Güte, automatische Geschütze. Alles klar, also Grundlagen Mikroelektronik, dann forschen wir das zuerst und dann die automatischen Geschütze hinterher. Auf geht's.
aktivieren und schließen. So, das heißt, einer wird sich jetzt hier wahrscheinlich auch natürlich, was heißt wahrscheinlich, der wird sich regelmäßig hier an den Forschungstisch setzen, je nachdem, wie wir es eingeplant haben. Dieses Bett kommt hierhin. Und dann können wir anfangen abzureißen, um unsere Rohstoffe wieder zu bekommen. Das habe ich abreißen gedrückt, ne? Das wollte ich natürlich nicht. So ist richtig. Und ich wollte... So, das wollte ich machen. Das kommt alles weg hier. Moment, wir können natürlich ein bisschen was stehen lassen. Das Stückchen Mauer können wir stehen lassen. Okay. Rest muss weg. Gefängnis lasse ich mal hier stehen erstmal. Schadet nicht, wenn wir hier so eine kleine Zelle haben. Wer weiß, ob wir sie nochmal brauchen jetzt. Gut, also Tatjana sitzt da und forscht. Das haben wir also auch ans Laufen bekommen. Tja, und wir haben jede Menge Kräutermedizin. Naja, jede Menge ist gut, aber wir haben auf jeden Fall Kräutermedizin. Teil müsste auch schon im Lager sein. Hier ist noch gar nichts im Lager. Ja, es ist auch nicht wirklich viel, aber es wird nochmal eingesät. Wir haben jetzt den Sommer, das heißt, wir haben noch Zeit für eine oder zwei Ernten auf jeden Fall. Überhaupt kein Problem. Und haben wir eigentlich schon Klimaanlagen? Die müssten wir haben. Ich glaube, die hat man von Anfang an. Temperatur, jawohl, Kühlung. So, Kühlung muss ran. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wo? Natürlich oben in den Berg hinein. Drei Stück brauchen wir hier. Eins. Ach, geht noch nicht. Beide Seiten müssen frei sein. Ja gut, da müssen wir da auf jeden Fall nochmal mit einem Bergarbeiter dran vorbeigehen. Und jetzt seht ihr, Bergarbeiten ist ein Job eingestellt worden. Tatjana lässt die Forschung dann sein und macht das fertig. Und das ist auch genauso, wie ich es wollte. Solange wir wirklich keinen dedizierten Forscher haben, läuft das halt nur auf diese Art und Weise. So, das ist auch überdacht. Muss nur noch die Tür rein. Wir haben noch genug Holz. Wir haben noch genug Stahl. Wir könnten nochmal Fleisch schießen. Jagen wir nochmal den Reh hier. Die Geiß. Den Reh. Oh Gott. Das habe ich nicht wirklich gesagt. Doch, habe ich wohl. So, das Bett ist auch noch nicht rübergeschoben. Ich hoffe, die stellen das Bett rüber, bevor sie anfangen abzureißen. Wollen wir hoffen, dass sie schlau genug sind, es in der Reihenfolge zu machen. Wir werden sehen. Okay, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen zu dieser Stelle. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich würde mich über einen Daumen freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.